Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video, einem neuen Unpacking auf meinem Kanal, denn ich bin Teil des Wanderpakets von der lieben Lisa vom Kanal Gedankenlabor. Ich packe ihren Kanal natürlich unten in die Infobox, schaut da super gerne mal vorbei. Da kann man nämlich auch ein bisschen verfolgen, wann das Paket bei ihr angekommen ist, wann es wieder losgemacht hat, was so ein bisschen drin war. Und dann sieht man natürlich ganz schön auch ein bisschen, wie es sich verändert. Ja, das Paket hat bei mir Halt gehabt, ich glaube schon zum zweiten oder dritten Mal. Ich freue mich darüber immer sehr, weil das ein sehr gemischtes Bücherpaket ist, so ganz ohne Genre-Einteilung oder ähnlichem. Und man da durchaus einfach auch was Schönes findet. Ja, vor allem mein Kater findet das gerade wieder super spannend. Aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, sondern wir gucken mal ein bisschen, was im Paket drin war. Es gibt hier eine schöne Anleitung so ein bisschen zum Community-Paket, also dass man 1:1 tauscht, ein bisschen dafür sorgt, dass man auch einen schönen Genre-Mix hat. Aber das ja, ist, finde ich, absolut selbstverständlich. Und dann haben wir hier ein schönes Buch. Ah ja, Live Your Life Like There's No Tomorrow. Finde ich sehr schön. Ich glaube, da tragen wir uns so ein bisschen nacheinander ein. Richtig und ja, finde ich auch richtig cool. Wem haben wir hier schon alles ein bisschen drin? Wahnsinn, wie lange das auch schon geht. Wann ist denn hier der erste Eintrag gewesen? Ach, hat sie gar nicht reingeschrieben, die Lisa. Aber hier geht es auf jeden Fall Mai 23. Also tatsächlich schon gut ein Jahr unterwegs. Ich weiß auch, dass der nächste halt tatsächlich Lisa selbst ist und hier trägt man dann einfach ein bisschen ein, welches Buch hat man genommen und welches Buch hat man dafür reingelegt. Entschuldigt das Rascheln. Hier ist ein bisschen Verpackungsmaterial und ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr Katzen habt, das ist immer super spannend. So, ich bin aber mega gespannt. Ich nehme jetzt erstmal das Große hier raus. Das ist, genau, die Goodie Box. Und oh mein Gott, was haben wir hier drin? Ein bisschen Beauty, ein bisschen Tee. Ja, da gucke ich dann einfach mal in Ruhe rein. Und gerade so Teeproben finde ich tatsächlich immer ganz schön. Aber das packen wir mal nebenhin. Das ist ja nicht ganz so spannend wie die Bücher. Oh mein Gott, wo fange ich an? Ich greife mal die ersten drei Bücher. Und zwar Andreas Brandhorst, das Bitcoin-Komplott. Ich weiß gar nicht, ob ich von Andreas Brandhorst schon mal was gelesen habe. Der große Crash, wer kann ihm entkommen? Ja, die Weltwirtschaft schlittert in die Krise und ja, dann haben wir einen Journalisten, der Martin Freeman heißt, das Zufall ist, also freier Mann sozusagen. Ja, ich ist glaube ich nicht ganz mein Thema. Ich weiß auch nicht, ob man Andreas Brandhorst so ein bisschen mit Eschbach vergleichen kann. Klingt jetzt nicht nach etwas, was ich unbedingt lesen möchte. Dann ein Portugal-Krimi, so spannend ich Bücher in Portugal fände, so unspannend finde ich Krimis. Dementsprechend muss ich mir das Buch von Gil Ribeiro, Lost in Fusetta, gar nicht weiter anschauen. Von Anja Baumheier, Kastanienjahre. In welcher Zeit wird das spielen? Ein kleines Dorf im Sog der großen Geschichte. Zwei Orte, 20 Jahre lebte, verschlafenes Dorf an der Ostsee, kehrte sie zurück und dann lernten, und hier lernten sich auch ihre Eltern kurz nach Gründung der DDR kennen, meine Güte. Ha, malerischer Küstendorf und die Geschichte einer seiner Bewohner zwischen Gründung der DDR, Mauerbau und Nachwendezeit. Glaube ich nicht so ganz mein Thema, aber ich wüsste jemanden im Freundeskreis, der das vielleicht spannend fände. Dementsprechend kommt das mal auf dem Vielleicht-Stapel, weil ich ja gerne auch für Freunde so ein bisschen immer mitgucke. Und ich glaube, das wäre da auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, das ist ein sehr schöner Buchschnitt, ein sehr schönes Cover. Sie soll ihn hassen, hintergehen, töten und sich auf keinen Fall in ihn verlieben. Ja, klingt schon absolut nach einer Geschichte für Steffi. King of Battle and Blood von Scarlett St. Clair. Ich finde wirklich ein sehr schönes Cover. Und auch ja, der lila, altrosa, dunkelrosa Buchschnitt. Sehr, sehr schön. Spannend, düster, leidenschaftlich. Mit King of Battle and Blood hat Scarlett St. Clair eine Welt erschaffen, die mich einfach nicht mehr loslässt. Okay. Also auch das eher so vielleicht. Aber auch da wüsste ich jemanden, dem das vielleicht gefallen könnte. Dann ein Disney-Buch. Was wäre, wenn Ariel niemals Ursula besiegt hätte? Inmitten der Wasserwelt. Twisted Tale von Liz Braswell. Ich habe, glaube ich, davon schon zwei Geschichten gelesen. Also aus dieser Reihe mit diesen verschiedenen Geschichten. Also was ist, wenn Anna und Elsa keine Geschwister wären? Das habe ich gelesen. Und ich glaube auch das mit Mulan. Genau, Dunkle Schatten habe ich auch gelesen. Fand ich beide nur so okay. Aber Ariel ist natürlich mit einer meiner Lieblingsgeschichten inmitten der Wasserwelt. Es ist 5 Jahre her, dass die Seehexe Ursula die kleine Meerjungfrau besiegt und Ariels Vater getötet hat. Seitdem ist die
Zur Stummheit verdammte Ariel, Königin des Unterwasserreichs, während Ursula an Land das Königreich von Prinz Erik regiert. Doch als Ariel herausfindet, dass ihr Vater vielleicht noch lebt, findet sie einen Weg zurück in eine andere Welt und zu einem Prinzen, den sie nie wieder zu sehen geglaubt hätte. Es klingt tatsächlich gar nicht schlecht. Landet auch mal auf dem Vielleicht-Stapel. Ja, mit Ariel kriegt man mich immer ganz gut. Also von daher auch so eine alternative Geschichte fände ich tatsächlich gar nicht so schlecht. So, packen wir mal aus. Ich glaube, es waren jetzt alle Bücher. Es ist eine ganze Menge drin. Hier was aus dem Vesta Verlag. Darcy Coates, Der Fluch von Carrow House. Oh, das gefällt mir richtig gut vom Cover. Ein unheimlicher Bestseller in der Tradition von Shirley Jacksons Spook im Hill House. Da habe ich zumindest die Serie gesehen. Remy arbeitet als Tourguide in Carrow House. Sie führt Menschen durch das berüchtigte Spukhaus und erzählt ihnen von den Geschehnissen, die sich einst in diesen Mauern zutrugen. Reisegruppe für eine ganze Woche einen Aufenthalt buchen, um die unheimlichen Phänomene zu untersuchen, hofft Remy selbst endlich einige zu erleben. Und tatsächlich, nach einer Seance nimmt die paranormale Energie so weit zu, dass Fenster zerbrechen und gespenstische Erscheinungen durch die Flure scheinen. Oh, Seancen finde ich immer, das finde ich immer besonders gruselig. Dann stirbt einer der Gäste und Remy zieht die Möglichkeit in Betracht, dass der Geist des einstigen Eigentümers noch in den Hallen war. John Carrow. Und der war ein irrer Serienmörder. Also ich finde das tatsächlich gar nicht schlecht. Ich mag so Spuk- und Geistergeschichten, lese ich viel zu selten. Würde ich mal auf dem vielleicht stoppen. Ja, ganz schön viel auf dem vielleicht. 7 Tage, 3 Familien, ein tödliches Geheimnis. Holiday von T.M. Logan. Habe ich noch nie gesehen. In diesem raffinierten Thriller scheinen sogar die Strandtücher einen Mordkomplott zu schneiden, sagt die Cosmopolitan. In diesem Sommer ist nichts, wie es scheint. Es sollte der perfekte Urlaub werden. 3 Familien, eine gemeinsame Woche in der Sonne Südfrankreichs. Doch Kate möchte nur eins, herausfinden, mit wem ihr Mann eine Affäre hat. Alles deutet auf eine ihrer besten Freundinnen hin. Eine von ihnen ist bereit, Jahre der Freundschaft zu verraten und Kates Familie zu zerstören. Aber welche der 3? In der drückenden Hitze des Sommers kommt Kate der Wahrheit immer näher und erkennt erst viel zu spät, dass weit mehr auf dem Spiel steht, als sie je gedacht hätte. Denn jemand in der Villa ist bereit zu töten, um alle Geheimnisse zu wahren. Also ich muss sagen, dieses Eifersuchtsgedöns und Fremdgeh-Thema, das spricht mich tatsächlich nicht so an. Dementsprechend hätte ich es sonst vielleicht spannend gefunden, aber so eher nicht. Dann ein Buch, das ich gelesen habe und ich für nicht so gut befunden habe, und zwar Metake, die Mitternachtsbibliothek. Ja, war ja sehr gehypt. Es gab definitiv 2 Lager, die dies gefeiert haben und die dies eher nicht so gut fanden. Dazu gehörte leider ich. Dementsprechend darf das weiter wandern, wobei ich sonst Metake tatsächlich schon ganz gerne lese und mich dieses Jahr, ich glaube im September, Juni, Juli, September, irgendwann auf sein neues Buch freue. Dann wieder ein Krimi von Øystein Borge, Kreuzschnitt. Also ich finde das Cover sehr cool aufgemacht mit diesem Schwarz-Weiß und dem Gelb, aber ja, wie gesagt, Krimis sind einfach nichts für mich. Mit das Beste, was ich seit langer Zeit in der norwegischen Kriminalliteratur gelesen habe. Ja, spricht mich leider nur bedingt an, dementsprechend darf es weiter wandern. Hier haben wir von Heine einen Roman, Snow, die Kälte von Ronald Malfi. Ein Trip, den sie nie vergessen werden, Ronald Malfis nervenzerreißender Mystery-Thriller. Fürchte dich, wenn es schneit. Ja, also ich bin auch kein großer Schneefreund, aber gefürchtet. Als ein gigantischer Schneesturm im mittleren Westen der USA alle Flüge unmöglich macht, entscheidet sich Todd Curry gemeinsam mit 3 anderen Gestrandeten, die Reise mit einem Mietauto fortzusetzen. Doch dann bleiben sie in einer eingeschneiten kleinen Stadt liegen und Todd Curry schwant, dass er eine verdammt schlechte Entscheidung getroffen hat. Denn draußen im Schnee lauert das Grauen. Ich finde das tatsächlich gar nicht so uninteressant, weil ich finde schon Schnee und so ja, ein verlassenes Städtchen, Dörfchen, und denn draußen im Schnee lauern sie und sie haben immer Hunger. Ich glaube, das landet auch mal auf dem Vielleicht-Stapel. Ist doch gar kein schlechter Schnitt. Und dann von Daphne Unruh, Himmelstiefe, aus dem Daphnix Verlag, hat sie ihr Buch einfach im eigenen Verlag. Also das wirkt gerade so, wenn die Autorin Daphne heißt. Daphnix, hier ist nur der Epilog. Kann man das irgendwie erkennen? Daphne Unruh. Okay, ja, aber scheint irgendwie so. Kein Verlag, also es ist definitiv Self-Publishing. Ein ellenlanger Klappentext,
Als Kira sich an ihrem ersten Schultag im letzten Schuljahr auf den Weg in die Schule macht, ahnt sie nicht, wie sehr ihre Welt bald Kopf stehen wird. Seltsame Symptome machen sich bemerkbar. Schatten beginnen sie zu verfolgen. Gleichzeitig bringt sie Tim, der neue Schüler, ziemlich aus dem Konzept. Ist sie verknallt? Ihre Eltern stecken sie in eine psychiatrische Klinik. Doch Kira gelingt die Flucht und sie findet in die magische Welt an der Akademie der Elemente. Dort trifft sie Leute ihresgleichen, die mit ihrem jeweiligen Element ausgebildet werden. Dennoch fühlt Kira sich zwischen den Welten. Sie will zurück zu Tim, aber das ist unmöglich, bevor sie nicht gelernt hat, mit ihren erwachten Kräften umzugehen. Ja, also es klingt tatsächlich schon eher nach einem sehr jungen Jugendbuch. Ich glaube, das ist nicht so richtig meins. Dementsprechend darf das auch weiterziehen. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich einen schönen Stapel. Ich glaube, das waren auch die Bücher, die schon weiterziehen durften. Habe ich einen recht schönen Stapel auf vielleicht. Waren ja 4, 5 Bücher. Ja, 5 Bücher. Also 2 für Freunde von mir, 3 für mich. Und ich werde mir die jetzt ein bisschen näher anschauen und mich auch ein bisschen besprechen. Dementsprechend wird der nächste Schnitt wahrscheinlich eine Spur später kommen. Also vielleicht sehe ich dann auch ein bisschen anders aus. Aber ihr erfahrt auf jeden Fall jetzt gleich, was ich mir rausnehme und natürlich auch, was ich mir reinnehme. Einige Momente bzw. einen Tag später zeige ich euch jetzt, was ich herausgenommen habe und welche Bücher ich dafür hineingelegt habe. Tatsächlich nicht nur die beiden Bücher, die ich in Vermutung für liebe Freundinnen hatten, sind ausgezogen, sondern tatsächlich haben meine Freundinnen richtig zugegriffen und haben auch noch ein paar mehr Bücher herausgenommen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die 3 Bücher, die für mich sind. Und zwar zum einen nehme ich mir den winterlichen Thriller heraus, Snow von Ronald Malfi, Die Kälte, weil mich das echt einfach anspricht und ich da mega gespannt bin und der nächste Winter kommt wahrscheinlich bestimmt. Ich nehme auch heraus Der Fluch von Carrow House von Darcy Coates, weil mich diese Gruselhausgeschichte ebenfalls anspricht und ich glaube, dass das echt was Cooles für September, Oktober ist, wo man so ein bisschen schaurig an einem gemütlichen Abend irgendwie, wenn man vielleicht auch das erste Mal den Kamin wieder anmacht, dann lesen könnte. Und ich nehme mir auch die alternative Ariel-Geschichte heraus, Inmitten der Wasserwelt. Hier muss ich sagen, habe ich so ein bisschen unterschiedliche Meinungen im Internet entdeckt, aber ich lasse mich jetzt mal nicht abschrecken und versuche mein Glück, gerade weil viele doch gesagt haben, dass der Schreibstil ganz gut wäre und auch nicht zu kindlich wäre. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was uns hier geboten wird und ja, bin da einfach neugierig drauf. Das sind die 3 Bücher für mich. Und dann ja, haben auch meine Freundinnen sich jeweils noch 2 Bücher herausgenommen. Die blende ich euch jetzt ein, weil meine Freundinnen die natürlich schon mitgenommen haben. Und zum einen ist das Holiday. Ja, das hat auch meine Freundin angesprochen, weil sie sagt, ah, das ist natürlich schon cool, so ein bisschen, ja, so was im Urlaub und eine Eifersuchtsgeschichte, das hat sie tatsächlich angesprochen. Und auch die Kastanienjahre, wie ich ja vermutet hatte, das ist die Geschichte, wo wir an der Ostsee sind und eben auch so der Aufbau der DDR beginnt. Auch das hat sie sehr angesprochen. Auch King of Battle and Blood wurde sich von der anderen Freundin genommen. Wie vermutet, liest sie super gerne New Adult und hat gesagt, das Buch muss auf jeden Fall mit. Und sie hat sich auch noch für Himmelstiefe entschieden von Daphne Unruh und hat auch das mitgenommen. Und so sind nicht nur meine 3, sondern auch noch 4 Bücher für Freundinnen ausgezogen und dementsprechend ganze 7 Bücher, was mir diesem Paket entnehmen. Und dafür habe ich natürlich auch 7 Bücher, die hineingelegt werden. Zum einen die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Ist ja, glaube ich, der Auftakt auch einer Trilogie. Darf mit hineinwandern als Hardcover. Auch als Hardcover Das Tier meines Lebens, wie mein Hund aus mir einen anderen Menschen machte, von Ilka Piepgras, war an mich mal ein Geburtstagsgeschenk, was ich auch dann im Urlaub gelesen habe. War eine sehr schöne Geschichte für alle, die ja tatsächlich irgendwie Hunde haben oder auch Haustiere. Und dann ja von Katharina Herzog, Der Wind nimmt uns mit, war ursprünglich mal im Needful Things Paket, habe ich herausgenommen und beim Lesen dann festgestellt, oh, die Geschichte kenne ich doch, die spielt auf La Gomera und ich muss sagen, mir hat der Anfang, als ich dann entdeckte, dass ich die Geschichte erkenne, doch tatsächlich wieder gut gefallen, darf deswegen jetzt auch einfach mit. Dann von Colleen Hoover darf Leila mit. Das ist, sind jetzt die nächsten 4 Bücher, sind sozusagen jetzt von meinen Freundinnen, die sie mir dann sozusagen mitgebracht haben. Und deswegen ist jetzt dieser Filmabschnitt sozusagen auch einen Moment später, weil das natürlich nicht alles an einem Tag funktioniert hat. War, glaube ich, so dieser zweite Spannungs
Thriller-Roman von Colleen Hoover, der ja tatsächlich ähnlich wie Verity in eine andere Richtung geht. Mir hatte Layla sehr gut gefallen und freue mich jetzt, das Buch auch weitergeben zu können. Dann von Anne Brashears, So nah und doch so fern. Kam mir auf jeden Fall auch bekannt vor, ist aber, glaube ich, schon ein ganzes Weilchen her, dass ich das mal irgendwie gelesen habe, durfte auch mit. Dann ein Buch, das ich auch mal aus irgendeinem Paket rausgenommen habe und ich glaube, dann bei meiner Freundin landete und sie jetzt meinte, ach, das war zwar gut, aber ich gebe es dir mit, von Ben Miller, Der Junge, der die Welt verschwinden ließ. Da geht, glaube ich, alles los mit, dass er sich Dinge wegwünscht, ein schwarzes Loch, genau, von Brokkoli, Zwiebeln und dann eben auch Hausaufgaben und irgendwann fängt dann eben an, dass auch schöne Dinge entschwinden. War auch eine sehr schöne Geschichte, die sowohl mir als meiner Freundin gefallen hat, aber ja, eben einfach kein Highlight, was bleibt, dementsprechend darf es mit. Und dann ein Buch, auch von meinen Freundinnen, Black Rabbit Hole, Eine Familie, ein Geheimnis, ein Sommer, der alles verändert, von Eve Chase. Ist, glaube ich, gefühlt hat es eigentlich schon irgendwie fast jeder gelesen, aber man merkt daran, gerade wenn man sich mit Freunden unterhält, dass manche Trends, die, glaube ich, in unserer Bubble einfach schon da sind, ich glaube, in der normalen Welt einfach ein bisschen länger brauchen, weil sie hat das tatsächlich erst, ich glaube, Ende letztes Jahres gelesen und hat es auch für gut befunden und darf dementsprechend jetzt auch einfach mitwandern. Ja, es sind 7 Bücher ausgezogen und von mir jeweils immer nur 3, also ein und aus. Von daher fand ich das ganz cool. Ich fand es auch tatsächlich schön zu beobachten, wie Menschen, die eben diese Bücherpakete nicht kennen, also diesen wandelnden, laufenden, versendeten Bücherschrank, wie fasziniert die einen dann angucken und sagen, was denn, ihr tauscht da wirklich Bücher? Und ja, und das dann wirklich auch sagen, das ist eine total coole Idee, weil man eben dieser Buchbubble so drin ist und sagt, man weiß, da sind Leser, die eben auch Wert darauf legen, dass ihre Bücher in einem guten Zustand sind, dass da Abwechslung reinkommt. Und ich glaube, durch die Vielzahl an Leute, die hier mit dabei sind, ist das auf jeden Fall auch gegeben. Ja, es ist alles eingetragen in diesem wunderschönen Büchlein, was mir richtig gut gefällt. Ich bin gespannt, was Lisa dann in ihrem Video zu dieser bunten Mischung sagen wird. Und es hat mich gefreut. Ich sage auf jeden Fall danke für all die Bücher für mich reingelegt haben und natürlich auch für meine Freundinnen, die wirklich sehr angetan waren und gesagt haben, total cool, dass es das gibt. Und ich glaube, ich werde jetzt öfter mal meine Freundinnen mit zur Seite nehmen und gucken lassen, was sie so ein bisschen anspricht, weil das ist echt eine coole Methode. Und ich bin natürlich auch super gerne mal wieder dabei. Liebe Lisa, wenn du das siehst, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dementsprechend, ja, denk gerne öfter mal an mich und vielleicht dann nicht in der nächsten, aber so in der übernächsten Runde, dass man immer mal dabei ist, würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne mal erzählen, welches Buch euch interessiert hätte, ob ihr vielleicht eins der Bücher schon kennt, die ich jetzt herausgenommen habe, schwärmt also sehr gerne und oder ob ihr auch eins der Bücher kennt, die ich jetzt reingelegt habe und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.